So. Ha. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Und ich freue mich riesig drauf, denn ich habe, wie ihr es jetzt schon sehen könnt, ein paar Mods deabonniert, also rausgeschmissen und ein paar viele neue Mods reingehauen. Und wir probieren jetzt einfach mal den alten Spielstand zu laden. Ich hoffe, das geht noch. Ich habe richtig Bock gerade auf Skyrim und ich weiß auch nicht warum. So, unter anderem habe ich nämlich jetzt eine Witcher-Mod drin, mit der ich jetzt endlich meine Pferde auch rufen kann. Mit meinem Schrei. Ah. Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Na, toller Mist. Echt toller Mist. Also es ist immer noch so dunkel. Das habe ich eigentlich ändern wollen. Aber das ist gar nicht so einfach zu ändern, wie ich gedacht habe. Wenn ihr eine gute Mod kennt, die hier wirklich... Ich glaube, wir müssen hier schlafen, ne? Sonst wird das nichts. Halt. Nein. So. Wenn ihr eine gute Mod kennt, die eventuell hier die Nacht ein bisschen heller machen kann, also irgendeine Lightning-Mod, irgendwas, was, obwohl Lightning ist Blitz, das war jetzt total neben. Das wäre nicht so gut. Ja, einfach halt eine Mod, die die ganze Umgebung ein bisschen heller erscheinen lässt. Ich glaube, die wäre für den Anfang ziemlich gut. Ach, und was ich jetzt noch gemacht habe. Mal gucken, ob das funktioniert. Sonstiges. Ne, die Mod ist nicht. Warum ist die Mod nicht drin? Also eigentlich habe ich eine Mod drin, mit der man sich selbst unterschiedliche Klamotten machen kann. Ihr seid. Ich habe hier einige gute. Eine Menge. Scheinbar Ich würde funktioniert's sagen, nicht. die Stadt wird vom Jarl. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ich will wissen. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr Okay, braucht. hat gerade ein bisschen gebackt, aber egal. Eisenkriegsaxt kann weg. Das ist wieder so typisch, weißt du? Ich fange an und... Halt! Kaiserlicher Bogen kann weg. Nesselfluch behalte ich. Vampirrüstung behalte ich auch mal. Ich weiß nicht, wie viel wir davon schon haben. Vergesst nicht auch drinnen rein, falls ihr etwas braucht. Weil eigentlich habe ich nicht auch eine Recycling-Mod drin. Wenn es noch nicht geht, muss ich dann noch mal gucken. Und ich habe eigentlich auch eine Mod drin, die das Terrain ein bisschen ändert. Na egal, wir gucken mal. Schade, irgendwie habe ich. Also ich habe die Mods drin, aber irgendwie gehen die nicht. Also ich habe so eine Recycling-Mod drin, sodass man das eigentlich zerlegen kann. Oder geht es in der Schmiede? Warum hat der Knochenrüstung sonstiges? Ne. Ich weiß es wirklich nicht. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Warte mal, 328. Was machst du? Man sagt, dass die Akademie in Saartal herumschnüffelt. Magier, die sich in Grabstätten herumtreiben. Ah, daher kann sicher nichts Gutes kommen.
Okay, also der Boden sieht jetzt irgendwie dreckig aus. Ich glaube, die Gebäudestrukturen wurden zurückgesetzt. Kann mich aber auch irren. Ich muss das nochmal vergleichen. Ich sehe das jetzt so auf den ersten Blick nicht. Na komm! Gott, dauert das wieder. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Nicht als Gott, sondern als Mensch. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja, und als Mensch, da sagtet ihr... Wulf! Und du um. Er beschwört in der Drachensprache. Der aus dem Norden kommt, wo mein Atem... Der lange Wind. Und was ich eigentlich auch noch vorhatte, was ich auch noch reinmachen möchte als, was gibt's denn? Als Mod, und zwar, es gibt eine Mod, mit der man I trust the day has found you well, Thane. Ja, mit der man die Wachen manipulieren kann, und zwar je mehr Aufträge man praktisch in dem jeweiligen Gebiet macht, desto mehr Ruhm bekommt man, und je berühmter man ist, desto mehr achten einen die Wachen, und irgendwann kann man alles machen, kann halt selbst keine Ahnung, Leute töten hier drin und wird trotzdem nicht bestraft. Another quiet day. Das ist halt, oder klingt halt ganz logisch eigentlich. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Es gibt so viele schöne Mods. Aber es ist einfach jetzt zu schade. Ich weiß nicht, ich glaube, ich müsste... Ich muss mir das mit den Mods nochmal angucken. Ich muss die nochmal irgendwie in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Oder so. Gott, dauert das ewig, ey. Komm! Lauf! Ich habe jetzt gesehen, es gibt auch eine Mod, mit der könnte man, die ist noch in der Alpha, mit der könnte man sogar eine eigene Festung bauen. Also eine richtige Stadt. Und selbst Jarl werden. So, Alchemie, das machen wir später. Die göttlichen, fühlt ihr euch krank? Werft einen Blick darauf. So, ich möchte gern verkaufen, und zwar... Ich kann dem keine magischen Waffen verkaufen. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Bücher. Haben wir die schon alle? Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ich glaube, wir sollten dann wirklich irgendwann mal in die Akademie und dort dann auch mal nachschauen.
nach Sachen, die man eventuell noch kaufen kann. So, ich hoffe, wir kriegen das auch relativ schnell durch, weil ich echt Bock habe, dann später auch natürlich, wenn wir durch Skyrim durch den Enderal zu spielen. Und da bin ich wieder 20 Jahre damit beschäftigt. Obwohl Enderal soll ja bloß, so bloß 30 Stunden gehen, glaube ich. Maximal. Das wäre ja annehmbar. 30 Stunden Spielzeit ist okay für mich. In Skyrim habe ich ja hier schon wieder 1000 Stunden oder so. Über 1000 Stunden. Ihr seid der Beste. Wollt ihr mein Vater sein? Ja. Machen wir noch. Aber wir brauchen dazu erstmal eine Frau. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Wenn ihr in der Nähe seid. So. Warum muss ich das wieder jetzt alles... Was ist der Vergangenheitsrohr? Der hätte es ja wenigstens mal hier alles vorbereiten können. Halt, wollte ich doch gar nicht hin. Na egal. Zwergenbogen. Ich glaube, ich wollte es mal sortieren hier drin, ne? Nein! Du sollst es reingeben. Jo. Wenn ihr irgendwie noch Ideen habt, wie gesagt, für Mods, die ich mal ausprobieren soll, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich schaue mir die mal an. So, hier wollte ich nochmal hin. Ich sage nicht, dass... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So, das kann jetzt weg. Nesselfluch hätte ich auch mal wegpacken können. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, oh, wenn sie etwas braucht. Obwohl, weißt du was? Ich glaube, wir finden noch so viele Vampirrüstungen. Kennt ihr meinen Vater? Die besten Waffen und Rüstungen. Ich glaube, wir finden noch so viele Vampirrüstungen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt aufheben. Mhm. So, und dann? Lass mal gucken. Karte. Waren wir schon in Girmunds Halle? Nee, sonst wäre es abgeschlossen, ne? Geschlossen. Helgen haben wir noch nicht fertig. So, wir wollten ja erstmal nach Rifton. Steinbachhöhle, Felsenrinnenhöhle. Na gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal hier. Oder weißt du was? Wir porten uns mal nach Iverstadt. Und dann können wir mal von Iverstadt aus praktisch obenrum über dieses Plateau laufen. Ein bisschen Nirnwurz einsammeln. So. Ich frag gar nicht erst. So, Iverstadt. Halt, wir laufen hier falsch. So ist es richtig.
Ach, und ich glaube, ich habe, also eigentlich habe ich auch eine Angelmod drin. Das heißt, man kann jetzt sich eine Angelroute craften und die funktionieren auch richtig. Das wäre mal noch ganz nice. Ui, was haben wir hier? Eisenerz, ja, warum nicht? Ich mag das ja in Skyrim einfach so auf Erkundung zu gehen. Fast so wie in Pokémon Go. Nebenbei könnte ich ja mal erwähnen, ich glaube, eventuell, wenn die Sarah da Bock drauf hat, könnte es dann demnächst mehrere RL-Folgen von Pokémon Go geben, weil euch das interessiert. Also ich glaube, es wird lustig, wenn wir zu zweit das durchziehen. Seid ihr eigentlich für Team Weisheit oder Wagemut? Weil Intuition ist ja eher so meh, oder? Wie seht ihr das? Oder hinten haben wir noch was nicht entdeckt? Das sieht doch schon mal gut für uns aus. Ich glaube, wenn wir da drüben waren, will ich dann auch erstmal nochmal zurück in Gemons Halle. Weil ich einfach alles gern Schritt für Schritt mache. So, was haben wir hier? Nilheim. Nett. Dann gucken wir erstmal rein. Was? Okay, der interessiert sich anscheinend nicht für mich. Oh, nett. Was? Warum? Hier drüben. Lass mein Pferd in Ruhe. Hallo. Ich glaube, ich reite mal mit meinem Pferd weg und park das irgendwo da hinten und dann fahre ich da nochmal hin. Also laufe ich nochmal hin. Fahre ich vor allen Dingen. Na ihr? Ist da jemand? Schatzjäger. Na? Was ist los mit euch? Der hat nichts Interessantes dabei. Wenn das Schatz hier ist, dann müssen wir doch eigentlich... Haben leider nichts, die Insekten. Nichts Interessantes. So, wo ist jetzt... Ah, hier ist der Schatz. Was soll ich denn damit? Ich habe gedacht, ihr habt einen richtigen Schatz verbuddelt. Nicht nur irgendwie... ein bisschen Essen und so. So, dann wollen wir jetzt nochmal hochgucken. Vielleicht reagieren die nur auf... Weil eigentlich, also wenn ich mich richtig erinnere, ist im Originalspiel so, dass da oben statt Wachen Jäger sind. Das ist nicht irgendwie... Jäger Außenposten. Ich lüge nicht.
Ich habe das Heulen der Werwölfe selbst gehört. Die Legenden sind wahr. Genau, weil eigentlich sind es halt Jäger. Und dann passt das auch. Vorsichtig! Ja, geh doch weg! Mensch. So. Dann wollen wir jetzt mal gucken. Hier ist nur Krug. Stiefel. Ne, das ist dasselbe. Das ist schon mal ganz gut. Halt. So. Der hat auch nichts Interessantes. Ein bisschen Salz nehmen wir mit. Das ist leer. Okay. Schade, dass die gar nichts hier haben. Ich nehme es zurück. Ui. Okay, das war ziemlich... Entschuldigung. Das war dumm.